Ja, liebe Krimi-Freunde, heute Abend ist es soweit. Der neue Franken-Tatort, der erlebt in Bayreuth seine Vorpremiere. Ein Tag wie jeder andere, so heißt der Film. Und auf dem roten Teppich die Darsteller und viele andere, die an dem Film mitgewirkt haben, werden wir gleich erleben. Gedreht wurde ja bereits im Frühjahr 2018. Und bevor wir gleich nach Bayreuth schalten, blicken wir noch mal zurück. Ich hab's geschafft. Ich bin direkt vor der Loge. Ist alles gut. Alles gut. Hallo? Das Bayreuther Festspielhaus als Kulisse für einen Tatort, das gab's noch nie. Fast eine Woche lang drehte das Franken-Tatort-Team im Frühjahr vergangenen Jahres auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Seit den 1980er Jahren ist hier kein Film mehr gedreht worden. Entsprechend stolz sind die Tatort-Leute, hier ihren neuen Krimi ansiedeln zu dürfen. Es ist wahnsinnig ungewöhnlich, dass wir das hier drehen können im Bayreuther Festspielhaus. Das ist so besonders für uns. Wir sind ganz dankbar, haben ganz viele Leute mitgeholfen. Ungewöhnlich für einen Tatort auch die große Zahl an Darstellern. Hunderte Komparsen in feiner Abendkleidung kommen vor und im Festspielhaus zum Einsatz. Nicht nur für die Filmcrew sind die Dreharbeiten hier etwas ganz Besonderes. Auch für die Gastgeber ist die Krimi-Produktion ein ungewöhnliches Highlight. Pressesprecher Peter Emmerich denkt noch immer gern an die aufregenden Tage zurück. Ach, das war schon überraschend. Das war eigentlich sehr schön. Man hat sich natürlich auch gesagt, meine Güte, warum sind die nicht schon viel früher mal drauf gekommen, in dem Festspielhaus irgendwas zu machen oder mit im Zusammenhang mit den Festspielen irgendwas auch zu zeigen an kriminellen Dingen oder so etwas. Peter Emmerich half bei der Vorbereitung der Dreharbeiten und durfte am Ende sogar eine kleine Rolle mit einem kurzen Text im Franken-Tatort übernehmen. Da bat mich eines Mittags der Regisseur, dass er mich doch brauche und dass ich das doch tun solle. Also das war von jetzt auf gleich. Also ich habe keine Rolle gespielt. Ich habe das gemacht, was ich sonst auch manchmal tun muss. Was genau Emmerich tun und sagen musste, wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Doch nicht nur in Bayreuth wurde für den neuen Tatort gedreht. Auch das Kurhaus in Bad Berne gab im vergangenen Jahr seine Premiere als Filmset. Die Laster und Wohnwagen der Filmcrew sorgten im Ort für ordentlich Aufregung. Natürlich schlagen bei uns auch im Rathaus hier da manche Ereignisse auf, sag ich mal, oder Meldungen. Ja, die Parkplätze sind jetzt alle belegt. Mittlerweile ist der Parkplatzengpass wieder behoben und der ganze Ort fiebert der Ausstrahlung des Franken-Tatorts entgegen. So ist es. Am 24. Februar wird dann in der ARD gesendet. Heute ein kleiner Vorgeschmack in Bayreuth. Dort gibt es die Vorpremiere für Oberfranken mit allen Beteiligten und dementsprechend viel Prominenz. Schauen wir mal, was da los ist. Unser Live-Reporter Daniel Peter meldet sich vom roten Teppich in einem Bayreuther Kino. Daniel, wie schaut's denn aus? Hast du schon jemand erspähen können? Ja, es schaut natürlich sehr gut aus. Wir sind hier auf dem roten Teppich und eigentlich geht es offiziell erst um 18.15 Uhr los, dass hier auf dem roten Teppich Leute auflaufen. Aber wir haben es natürlich schon geschafft, ein paar Prominente früher zu bekommen. Zum Beispiel Sebastian Reich, den muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber ich sehe gerade, Amanda ist ja gar nicht da. Hat die Angst vor Krimis? Fühle mich heute etwas nackt ohne Amanda. Aber Amanda, die ist bei der Schneiderin, so verrückt das klingt. Wir bereiten uns vor auf Fastnacht in Franken. Und Amanda kriegt diese Woche ihr Kostüm angepasst. Wahrscheinlich eines der aufwendigsten Kostüme, das sie jemals hatte. Und darum bin ich heute allein hier. Aber was soll ich sagen, falls Amanda zuguckt, auch mal schön ohne. Auch mal schön ohne. Und Sie sind heute da und sind ein großer Franken-Tatort-Fan. Was macht denn die Franken-Tatorte so besonders? Also ich bin schon seit jeher großer Tatort-Fan generell, verpasst keine Folge und war dann richtig glücklich, als dann endlich auch mal ein Franken-Tatort über den Bildschirm gegangen ist. Ich habe die letzten vier Tatorte verfolgt und ja, es ist einfach heimatverbunden, wenn man einen Tatort guckt, wo dann auch ein bisschen Heimat mit drinsteckt, fränkische Städte, die Sprache natürlich. Also umso mehr freue ich mich jetzt heute auf die Premiere Tatort Nummer 5 aus Franken. Ich bin aufgeregt, ich freue mich. Sie sind aufgeregt, Heimat ist ein sehr gutes Stichwort. Andreas Leopold Schad, einer der Darsteller im Tatort. Das ist ja so ein bisschen Heimspiel. Sie kommen ja auch aus Oberfranken. Wie besonders ist es denn jetzt hier in Bayreuth zu sein? Roter Teppich, viele Prominente.
Also ich habe in Bayreuth immer Schule geschwänzt, weil ich komme ja ursprünglich aus Hof und deswegen bin ich sehr verbunden zu Bayreuth und ja, und habe Bayreuth auch lieben gelernt als Hofer. Das darf ich jetzt mal so sagen. Als Hofer liebt man Bayreuth, wir sind ja hier jetzt in dem Kino. Sie haben auch in dem Festspielhaus gespielt. Wie besonders war es denn, in dieser Location zu drehen? Oder sind Sie da öfter schon vorher gewesen? Nee, also als Metal-Fan bin ich jetzt nicht so opernaffin. Aber da, dort zu sein, als Schauspieler oder als Künstler sowieso, in so einem historischen Haus zu sein, das ist immer was Besonderes. Und ja, aber Opern wird bei mir, glaube ich, nichts. Dürfen wir schon ein bisschen verraten, was da für Szenen gedreht worden sind, was da genau zu sehen ist in dem Festspielhaus? Also da wird eine Oper gezeigt und dann passiert, glaube ich, was. Wir sind sehr gespannt. Jetzt sind Sie ja hier in Oberfranken beheimatet. Was ist denn jetzt an diesem fünften Frankentatort, der ja so ein bisschen ein kleines Jubiläum ist? Gibt es da was ganz Besonderes, auf was sich die Zuschauer freuen können? Es gibt quasi ein Team, das noch ein bisschen näher zusammengerückt ist, vor der Kamera, auch hinter der Kamera, und darauf kann man sich freuen und auf einen Thriller. Wir haben ja vorhin schon gerätselt, einen fränkischen Thriller. Das gibt's ja eigentlich nur in Hollywood und jetzt haben wir einen fränkischen Thriller. Großartig. Gibt's auch wieder eine Liebesgeschichte zwischen Ihnen und Ihrer Kommissarskollegin, so wie in dem vorhergehenden Tatort vielleicht? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, das ist schon so lange her. Waren Sie betrunken? Nein. Nein, es wird diesmal quasi sich auf den Fall konzentriert, wie man halt als professioneller Kommissar halt so arbeitet. Und da muss man halt einmal das Private hinten anstellen. Okay, also wir freuen uns ganz besonders. Und ganz besonders freue ich mich jetzt, dass die zuständige Redakteurin heute hier ist, Stefanie Heckner. Sie haben das ja alles von Anfang an mitbegleitet. Das ist jetzt auch der fünfte Frankentatort. Also ich habe es gerade schon erwähnt, ein Jubiläum. Musste man sich da nochmal ganz besonders anstrengen? Hat man da noch länger gehört, wie man diesen Tatort vielleicht jetzt mal wirklich zu was ganz Speziellem macht? Puh, nee, hat man nicht. Also, weil die Anstrengung ist wirklich jedes Jahr genau die gleiche. Ob da nur ein kleines Jubiläum gefeiert wird mit 5 Jahren oder ob es der zweite oder der dritte ist. Es ist ein Frankentatort pro Jahr und der muss immer Oberliga sein. Deshalb ist die Anstrengung immer Oberliga. Die Anstrengung ist Oberliga. Wir haben jetzt viel über den nächsten Frankentatort gesprochen. Jetzt fragen sich natürlich vielleicht schon manche, wo spielt denn der nächste Frankentatort? Können Sie das schon verraten und vielleicht können Sie uns schon sagen, wie der heißt? Ja, das ist jetzt nicht so furchtbar spannend, ehrlich gesagt. Also der nächste spielt in Nürnberg und Umgebung und das hat schlicht damit zu tun, dass Max Ferberböck das Buch wieder schreibt. Und er hat ja den ersten in Nürnberg auf die Füße gesetzt und er liebt Nürnberg und Umgebung. Und ich glaube, solange Max schreiberisch zum Frankentatort zurückkehrt, solange wird er in Nürnberg und Umgebung stattfinden. Und er hat tatsächlich schon einen Titel, er heißt Die Nacht gehört dir. Die Nacht gehört hier. Das ist ja jetzt schon für viele Frankentatort-Fans eine große Information. Er spielt in Nürnberg, in Franken natürlich, Charlie. Und er hat auch schon einen Titel. Und ja, das ist super. Freuen wir uns drauf. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf den nächsten, der heute hier Preview hat. Und am 24. Februar können ihn dann alle anderen auch in der ARD sehen. Ja, euch erstmal viel Spaß heute Abend. Danke, Daniel. Und schöne Grüße nach Oberfranken, nach Bayreuth. Jetzt schalten wir um in den Faschings.